Arbeitsplätze gelten als Corona-Hotspots. Sie liegen auf Platz 2 der Infektionsherde, denn bei der Arbeit kommt es oft zu engen Kontakten zwischen den Beschäftigten. Es ist natürlich in vielen Betrieben gar nicht machbar, es ist ohne solche Kontakte zu machen, umso wichtiger ist hier der Test. Regelmäßige Corona-Tests fordert auch die Bundesregierung. Sie wollte die Unternehmen verpflichten, sie anzubieten. Aber dagegen sind die Verbände Sturm gelaufen. Deshalb haben wir eine Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft abgemacht. Aber die endet Ende März, Anfang April. Die großen Arbeitgeberverbände behaupten, die Unternehmen würden ihren Beschäftigten von sich aus genügend Tests anbieten. Aber stimmt das? Und was macht die Bundesregierung, wenn nicht? Ebenbüren, Mitte März. Beim Logistikdienstleister Fiege werden mehr als 100 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Papenburg, Ende März. Bei der Meierwerft melden die Gesundheitsbehörden mehr als 200 Corona-Fälle bei Stammbelegschaft und Subunternehmen. Osnabrück, Mitte Februar. Beim Speiseeishersteller Froneri steht die Produktion nach einem Corona-Ausbruch still. Mehr als 200 Beschäftigte hatten sich infiziert. Drei Ausbrüche, die erneut zeigen, was eigentlich lange bekannt ist. Tests sind wichtig, denn so wurden die Ausbrüche entdeckt. Und der Arbeitsplatz ist ein relevanter Infektionstreiber. Er liegt laut RKI nach dem privaten Umfeld auf Platz 2 der Infektionsherde. Räumliche Enge spielt eine Rolle, wenn ich an Großraumbüros denke, die zum Teil nicht gelüftet worden sind und viele Menschen drin gesessen haben. Das ist natürlich in vielen Betrieben gar nicht machbar. Es ist ohne solche Kontakte zu machen, umso wichtiger ist hier der Test. In diesem Betrieb hat man das begriffen. Effertz in Mönchengladbach-Reit. Das Unternehmen baut Spezialrolltore. 80 Menschen arbeiten hier und die bekommen heute erneut Besuch von einem Team des Testzentrums Mönchengladbach. Sie testen alle Beschäftigten, die gerade nicht im Homeoffice oder auf Montage sind. Firmenchef Klaus Schwenzer führt den Betrieb in der 5. Generation. Als er hört, dass das Testzentrum auch Firmenbesuche macht, steigt er direkt darauf ein, denn Tests gehören für den Firmenchef zu den wichtigsten Bausteinen in der Bekämpfung der Pandemie. Wenn wir hier für Sicherheit sorgen wollen, dann ist das wichtig, dass wir das auch regelmäßig tun, um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben, aber auch fürs Unternehmen sicherzustellen, dass es hier nicht zu einem großen Ausbruch kommt. Doch nicht alle UnternehmerInnen sind so engagiert wie der Effertz-Chef. Einzelne Bundesländer haben die Unternehmen aus diesem Grund bereits in die Pflicht genommen. Zu Selbsttests schreibt die sächsische Staatsregierung etwa vor, allen an der Arbeitsstätte anwesenden Beschäftigten einen Test anzubieten und das zumindest einmal wöchentlich. Immerhin. Virologen empfehlen sogar mehrfache Testungen pro Woche. Streng genommen müsste man tatsächlich, um das Optimum an Sicherheit rauszuholen, wenn man den Antigen-Schnelltest nutzt, jeden Tag testen. Das ist in der Realität wahrscheinlich sehr schwierig, aber zumindest dreimal die Woche wäre eine adäquate Strategie und adäquater Abstand, mit dem man eine relativ große Sicherheit auch mit dem Antigen-Schnelltest erzeugen könnte. Doch die großen Unternehmerverbände wehren sich gegen die Testpflicht, begründen es auch mit bürokratischem Aufwand. Und die Regierung folgt. Sie verlangt statt einer Testverpflichtung zunächst nur eine freiwillige Selbstverpflichtung, den Mitarbeitern Tests anzubieten. Die Arbeitgeber haben alles daran gesetzt, dass die Testangebote nicht verpflichtend sind. Ich halte das für nicht nachvollziehbar. In einer Pandemie solchen Ausmaßes muss der Gesundheitsschutz absolut im Vordergrund stehen. Und da ist die beste Garantie, dass es hier eine Pflicht gibt. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen immer härtere Maßnahmen für die Bürger. Die Menschen haben kein Verständnis dafür, dass ihnen immer neue Verpflichtungen auferlegt werden und die Arbeitgeber nicht verbindlich in die Pflicht genommen werden. Immerhin hatte die Kanzlerin klar gesagt, bis wann sie von den Unternehmen erwartet, ihre Selbstverpflichtung zu erfüllen. Deshalb haben wir eine Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft abgemacht, aber die endet Ende März, Anfang April. Aber mehr noch. Angela Merkel hatte der Wirtschaft einen klaren Richtwert gesetzt. Wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft, es muss in die Richtung von 90% sein, Tests seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen. Die großen Unternehmerverbände behaupten Anfang April, das erfüllt zu haben. Aber sie präsentieren Zahlen, deren Ursprung unklar ist.
Monitoranfragen dazu bleiben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Nun präsentierte die Bundesregierung ihre eigenen Zahlen und die zeigen klar, die Wirtschaft hat ihr Ziel verfehlt. Die repräsentative Befragung unter 1000 Unternehmen und 2500 Beschäftigten hat ergeben, nur gut die Hälfte der Unternehmen bietet ihren Beschäftigten im Betrieb wenigstens einmal wöchentlich Tests an. Und gerade einmal 61% der Beschäftigten haben eine Arbeitgeberin oder einen Arbeitgeber, die Corona-Tests anbieten. Das ist zu wenig, sagt auch das Bundesarbeitsministerium. Zitat: Aus Sicht des Bundesarbeitsministeriums ist es nicht zufriedenstellend, dass rund 40% der Beschäftigten kein Testangebot bekommen. Ja, man kann es nicht den Unternehmen selber überlassen, sondern wenn man wirklich das Ziel erreichen will, 90% der Menschen, die am Arbeitsplatz tätig sind, zu erreichen, dann helfen nur verbindliche Vorgaben. Was hatte die Regierungschefin gesagt? Wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft Tests seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen. Jetzt muss die Bundesregierung zeigen, ob sie bereit ist, ernst zu machen im 14. Monat der Pandemie.